sturmfest die türkischen Matrosen auf hoher See. Vor allem aber waren da viele bewegungsfreudige Künstlerinnen. Europa, wie es tanzt, lacht und auch noch ein bisschen singt. Und da gibt es jetzt musikalisch einen ziemlich abrupten Stilwechsel. Johann Sebastian Bach und türkische Musik, das sind zwei komplett verschiedene Welten. Wenn diese dann aufeinandertreffen, dann ist das eine spannende Mischung. Diese ist heute Abend in der Zürcher Tonhalle zu hören. Oliver Schnieder, der Shootingstar der Schweizer Pianisten, und Burhan Öcal aus Istanbul spannen für das außergewöhnliche Konzert zusammen. Und Annette Freitag gibt uns eine erste Hörprobe. Ein Wagnis ist es für Oliver Schnieder schon, dieses Konzert. Und ein Debüt, denn Bach gehörte bisher nicht in sein Repertoire. Und dann noch mit türkischer Begleitung. Aber Schnieder ist begeistert. Bach spielen, das ist wirklich, das fühlt sich an wie eine Trance. Der suggestive Klang der Trommel verstärkt dieses Gefühl des Entrücktseins noch zusätzlich. Und dann hat man ein Gefühl, wie wenn man gar nicht mehr atmen muss. Man ist ganz leicht, man ist jeder Erdenschwere enthoben. Und dieses Gefühl stellt sich auch bei Bach ein. Dieses türkische Instrument macht's möglich. Bach klingt wie Meeresrauschen. Die englische Suite hier mit einem Hauch von Bosporus. Für mich klingt es wirklich sehr interessant. Außerdem Rhythmus ist ja eine Weltsprache. Komm, wir machen Hip-Hop. Ja, Hip-Hop, okay. Aber darf man überhaupt so umgehen mit Bach? Keine Sorgen, das wird schon in Ordnung. Also Bach bleibt Bach. Bach bleibt Bach und macht vor allem Spaß. Den Musikern und auch dem Publikum. Das hoffen die beiden zumindest. Mamma Mia, das war 2008 der erfolgreichste Film an den europäischen Kinokassen. Und Sie sehen die hochkarätig besetzte Romanze hier gleich auf SF1. Dann melden sich die Reporter, die in Wien sind, wo ein Asylzentrum für heiße Köpfe sorgt und sich die Bewohner sogar zu einer Bürgerwehr zusammengeschlossen haben. Wir melden uns dann wieder mit der Spätausgabe nach Jacopo Müller gegen 23.10 Uhr. Einen schönen Abend noch und auf Wiederschauen. Even if you fail. Sam Carmichael. Bill Anderson. Harry Bright. Sir, come on.
Project.